Ja, liebe Kitzingerinnen, liebe Kitzinger, herzlich willkommen zur neuen Folge von Rathaus TV. Nach der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause heute am 25. Juli 2024. Wir hatten heute vier große Themen auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung. Zum einen haben die Planer nochmal die Gestaltung des Bahnhofsumfeldes vorgestellt, wie der Parkplatz im Süden, der Vorplatz des Bahnhofs, aber auch der ZOB und das Areal im Norden in Zukunft aussehen sollen. Da haben wir heute, wie gesagt, einen Grundsatzbeschluss gefasst. Es wurde sehr intensiv diskutiert, wie viel Geld wir dort ausgeben dürfen. Es gab diverse Anträge zur Gestaltung, unter anderem auch zur Kostendeckelung. Am Ende hat das vorgeschlagene Konzept oder der Entwurf mit 18-9 dann aber eine Mehrheit gefunden. Genau mit dem gleichen Ergebnis hat auch der Erschließungsplan für das Einkaufszentrum, was in den Marshall Heights entstehen soll, eine Mehrheit gefunden. Auch da war es 18-9. Hier war der große Streitpunkt, ob an der Zufahrt, an der B8, eine Ampelanlage erstellt werden muss oder nicht. Die Verkehrsgutachten waren da sehr eindeutig und haben ganz klar gesagt, dass da eine Ampel hin muss. Insofern hat sich heute die Mehrheit dann letzten Endes auch für diese Lösung entschieden. Dann hatten wir noch einen weiteren Beschluss zum Sondergebiet Freizeit, Sporterholung im Richthofen Circle. Da soll ja das Hotel erweitert werden. Auch da hat der Stadtrat sich heute mit beschäftigt und hat einstimmig beschlossen, dass dieses Projekt in die nächste Billigungs- und Auslegungsphase gehen soll. Ja, und dann zu guter Letzt war noch das Thema auf der Tagesordnung Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan für den ehemaligen Etwashäuser Bahnhof. Hier hat sich eine klare Mehrheit mit 21-7 dafür ausgesprochen, dass wir jetzt den Bebauungsplan letzten Endes so beschlossen haben und die Satzung so auf den Weg gebracht haben, wie es eben auch in den Auslegungsverfahren dargestellt wurde. Das waren die wichtigsten Themen des heutigen Abends. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend und genießen Sie den Sommer.